Hallo Konfuzeier, schön, dass ihr da seid. Auch 2023 wieder die React-Time, natürlich heute auch wieder mit den Twitch Clips Germany, und wir schauen uns die besten Clips des Jahres 2022 an. Der Shownote-Schreiber bei Twitch Clips Germany hat allerdings einen Fehler gemacht, der hat nämlich geschrieben besten Clips. Ja, genau. Schauen wir an, was Clips sind. Wir wechseln in den Live-Bereich. Ihr seht ja auch schon im Hintergrund natürlich das Video. Nicht wundern, dass das so verschwommen ist. Das ist am Anfang so. Das ist, weil ich das ja gestoppt habe. Genau. Okay, wir starten rein und Ton war ich natürlich auch an, damit ihr was hört. Gut, so, also rein damit. Hallo zusammen, ich bin der Wutze und ihr seid bei Twitch Clips Germany. Ich wünsche euch hier viel Spaß. Eine tolle Einleitung vom Butze. Der Hut stand ihm sehr gut. Also ich mag ja auch Hüte. Ich würde jetzt auf dem Stream keinen tragen. Würde stören wegen dem Mikrofon. Nein, wegen dem Kopfhörer. Das würde runtergedrückt werden. Das wäre dann nicht ganz so schön. Aber ich finde das richtig toll gemacht. Und wir wissen gleich, wo wir sind bei Twitch Clips Germany. Und weiter geht's. Alexa, Kaffeemaschine aus! How did that happen? Oh no! Oh no! Ja, das oh no! war einmal die Das war einmal eine Kaffeemaschine. Jetzt ist es eine kaputte Kaffeemaschine, weil ich glaube, den Sturz hat sie definitiv nicht überstanden. Und ja. Also es ist schon lustig, was da so alles passiert. Und ja. Die arme Kaffeemaschine. Ich bin ganz froh, dass unsere in der Küche steht und die relativ sicher auch steht. Man müsste den ganzen Tisch verschieben und das man, obwohl ich glaube, wenn unsere Katze von der anderen Seite dagegen springen würde, könnte sie auch runterfallen. Guck sie dir an, sie ist so klein und so fett und sie hat ein goldenes Fell. Ja, komm. Ja. Oh, nein, nicht auf die Straße! Ja? Nein, geh nicht auf die Straße! Nein, nein, nein! Oh mein... Da ist eine neue Katze, Leute! Und ihr geht's gut, sie ist gesund und munter... Nein, renn ich schon wieder auf die Straße! Oh mein Gott! Also, ich finde es ja schön, wenn Spiele... die Simulationen sind, das ein bisschen realistisch bringt. Ja, das ist ja in Ordnung. Habe ich nichts dagegen. Aber muss man das machen? Ich sag's jetzt mal so. Auf den Packungen steht zwar dann immer drauf, ab 16 empfohlen, ab 12 empfohlen, ab 0 Jahren empfohlen. Gibt's auch Spiele, ja. Und dann, wenn man das dann sieht, und es gibt aber genügend Eltern oder auch genügend Kinder, die diese Anmerkungen völlig uninteressant finden. Die denken, oh, ich bin 12 und spiele ab 16, das ist sicherlich geil, das muss ich unbedingt spielen. Und wenn die dann sowas sehen, ich weiß nicht, das ist ein bisschen verstörend. Manchmal ist Realismus im Spiel dann doch ein bisschen zu viel. Und eine Katze totfahren, gerade ich als große Katzenliebhaberin, nee, das muss nicht sein, ganz ehrlich nicht. Alles Gute zum Geburtstag, Matteo. Ich vermisse dich wirklich sehr, sehr, sehr doll. Aber zumindest körperlich bin ich jetzt immer bei dir. Kuss auf Nuss. Das ist doch lieb, oder? Ach nee! Ach nee, was ist denn hier? Oh Gott. Oh. Alles Gute! Alles Gute zum Geburtstag! Dankeschön! Das ist doch nicht euer Ernst! Also das fände ich mal ein richtig tolles Geburtstagsgeschenk. Ich hatte mich schon gewundert, was da jetzt noch kommt. Aber das finde ich mal ein richtig tolles Geburtstagsgeschenk. Also da hat er sich bestimmt 2022 sehr drüber gefreut. Mal gucken, wie man das 2023 toppen kann. Dich kenne ich zuerst, Klapsi. Klapsi, alles klar. Juru. Das ist der Nameprogramm. Boah, bitte, gib mir. Wenn ich das schaffe, jetzt Klapsi instant umzulegen, Digga. Ich lief sofort das Spiel und gehe erstmal schrubbeln. Oh, oh. Es gibt Dinge, die wollen wir nicht wissen. Definitiv nicht. Nein. Oh, ich kann nicht mehr. Ja! Ja! Ich mach mich, das ist geil. Oh, Schwarz, ich hab doch auch den Schwarz dazu.
So, jetzt verdammt nochmal. Ich kann euch sagen, ich habe gerade hier was geklippt, deswegen übrigens, das fand ich jetzt doch lustig, dass ich das klippen musste. Aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, also das Schwurbeln hätte ich jetzt nicht gern gesehen. Aber ich sag mal so, ich habe jetzt schon so viel über Valorant gesehen, so ein bisschen, ich weiß nicht, also ein bisschen macht es mich doch an, dass ich sagen würde, ich schau's mir mal an. Ja, ich weiß nicht, also was mich halt stört, ist halt diese Pflicht, du musst halt in einem Discord oder in einem Voice-Chat drin sein. Das ist so das, was mich ein bisschen stört, weil mit Fremden bin ich halt immer ein bisschen, ja, bin ich eigen, gebe ich ganz ehrlich zu. Ja, jetzt hier bei euch natürlich nicht, aber so allgemein bin ich da sehr eigen und deswegen wäre das nicht so unbedingt was für mich. Und ja, Kistenkater, ich finde es auch, also er hat ein bisschen übertrieben mit seinem Jubel, aber manche Leute freuen sich halt gerne. So, weiter geht's. Kommt da noch eine Kanonenkugel? Nein, da kommt keine Kanonenkugel, da kommt gleich was von hinten. Du hast als zweiter einen Stern gesehen? Oh mein Gott, ich möchte nicht drüber sprechen. Ja! Ich möchte nicht drüber sprechen. Ich will im Erdboden versinken. Das war das Schlimmste, was mir jemals passiert ist. Ich muss es deinstallieren. Auf welcher Position? Ja, ja, so kann es gehen. Man sollte hingucken, wo man hinfährt und dann entsprechend auch reagieren. Bei Mario ist es ja so, als bei Mario Kart, dass man jede Strecke zweimal mindestens fährt. Das heißt also, da das die Endrunde war, musste er wissen, dass da dass er da springen muss und dass da nicht einfach so drüber gefahren werden kann. Also ganz ehrlich, selbst schuld. Und wenn du jetzt so bist, dass du das jetzt das Spiel installiert hast, deswegen, ja, dann ist das Spiel wirklich nicht für dich geeignet. Der wühnt immer wieder das Gleiche, Mann. Nee. Oh, wenn ich bin drin. Kommt, ist geil. Ich bin drin, Leute. Das ist da nur 5 Subs wert. Nee, ist wirklich so. Es ist wirklich so. Warte, wie? Bist du einfach, hast du nicht gedownloadet? Nee, muss ich nicht. Was ist das denn? Ach Mann, sind das Schweine. Hehehe. Ach Mann. Nee, war nur ein Video von gestern. Ah, oh, da, oh. Oh, das ist wie ein Arschgesicht. Ah, das hat Gipfi so verdient. Oh, das ist fies. Sowas macht man nicht. Man zeigt doch nicht ein Video vom Vortag und sagt dann, ha, ich bin drin. Während die anderen noch dabei sind und downloaden müssen. Also das ist ja mal richtig mies. Das macht man nicht. Nein. Obwohl ich habe das gleiche Problem. Kennt das wunderbar, wenn ich einlogge. Durch meine schnelle Leitung bin ich natürlich relativ schnell, wenn ich irgendwo rein will, drinne. Und hab dann Kollegen und Kolleginnen, die dann versuchen, da reinzukommen und das nicht schaffen, weil sie halt etwas langsamere Leitungen haben. So kann's gehen. Ich will kein Adel sein, tanz mit nem schönen Mägdelein, halt sie fest an meiner Seite. Wow. Sieh der Abschied nach, deine Augen sind so klar, möchte nichts verlieren, Mägdelein, warte hier. Wow, das nenne ich mal ein richtig tolles Zusammenspiel von mehreren Twitch-Streamern. Ja, genau. Was? Lürgen? Was meinst du mit Lürgen? Das musst du jetzt erklären, Kistenkater. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Oder meinst du, das Lied heißt so? Ja. Das ist wieder so ein Moment, wo ich dann im Nachhinein schneide. Ah! Ja, genau. Ja, klar. Das wird aber macht, also der im kleinen Fenster bei dem mit der Gitarre war, der spielt Dudelsack und der macht das öfters. Den haben wir auch schon öfters hier in den Twitch Clips Germany gehabt und der macht das richtig toll. Und ich fand das jetzt, aber wie gesagt, ich fand das gesamte Zusammenspiel von den verschiedenen Twitch-Streamern richtig toll. Vielleicht bin ich irgendwann auch mal bei sowas dabei. Das wäre schön. Was ist Lehm? Wird durch das Zerstoßen was von Lehm, Sand was zu basteln, zu bauen, Kaktussaft so, in einer Möse Lehm hergestellt. In einer Möse? In einer Mörser. Oh Mann. Das kann auch nur einem Mann passieren. Sowas kriegen nur Männer hin. Sowas falsch zu lesen, weil sie wieder was anderes im Kopf haben.
Mein Mann ist davon ausgenommen, der macht solche Gedankengänge nicht unbedingt. Der hat ja für andere Gedankengänge, die manchmal ganz lustig sind. da müssen wir aber gut zusammen lachen. Weil, wisst ihr, was das gute Rezept für eine tolle Beziehung ist? Wenn ihr mit eurem Partner lacht, nicht über ihn. Das ist wichtig. Miteinander lachen, nicht übereinander. Das ist nicht nur für eine Partnerschaft gut, das ist auch für eine Freundschaft und Beziehung, also Beziehung allgemein gut. Nicht übereinander lachen, sondern miteinander. Und wenn man übereinander lacht, dann sollte es so sein, dass es nicht verletzend ist. Das ist wichtig. Und das ist schwierig, aber das ist, kriegen wir hier zum Beispiel bei den Twitch-Scripts-Germany immer wunderbar hin. Herr Minty, war das ein richtig, also war der ernst gemeint? Okay. Oh, fuck off. Laura. Okay, das ist was für Laura. Oh, eine Katze. Oh, die Katze hat, hab ich, das Bild habe ich schon gesehen. Entschuldigung, ich wollte gerade was trinken, deswegen hat es einen Moment gedauert. Trinken ist ja wichtig. Ja, das wissen wir ja. Könnt ihr ja auch zum Beispiel über die Mitgliedspunkte, könnt ihr das machen, wenn ich was trinken soll, weil ihr seht, ich habe zu lange nichts getrunken, drückt drauf, muss ich was trinken. Ja, genau. Kann ja nur ein bisschen zeitverzögert sein, weil ich es nicht gleich sehe. Aber da wisst ihr Bescheid. Ja, also das Bild fand ich sehr verwirrend, weil eine Katze in einer Glaskugel. Gut, man kennt das ja, das Goldfischglas, die Katze hat reingegriffen, ist reingefallen. Wobei ich immer mich frage, wie schafft es die Katze in das Goldfischglas zu fallen? Und vor allen Dingen, wo ist das ganze Wasser hin? Wer lacht, wenn im dunklen Schnupperten drohen, bringt ein Lächeln auf ein müdes Gesicht. Oh, wer ist das mit dem Herzen voll Zauber? Jeder weiß, wer er hat. Oh mein Gott. Wer ist zufrieden mit allem und sich? Welcher Schlingel hat die Tasche voller Träume? Jeder weiß, wer er hat. Schank. Rein in die Pfütze, sausen durch die Gänge und er mag Ziegen, Football ohne Ende. Wer hat schon diese süßen kleinen Krückchen? Wenn er so lacht, dann kann sie jedermann sehen. Lässt du dich von ihm entführen, kannst du diesen Schlingel spüren und der Kleine, der heißt. Er hat den PC runtergefahren. Ja, das hab ich auch schon gesehen, dieses Video, wo er den PC runterfährt. Aber das war der richtig schöne Zusammenschnitt, muss ich sagen. Also vor allen Dingen ganz am Anfang die Kleine auf dem Kopf, das war richtig süß. Also unsere macht das nicht, die hat davor Staub, also zumindest bei mir viel zu viel Angst. Bei meinem Mann sitzt sie manchmal auf dem Buckel. Nein, der hat natürlich keinen Buckel auf der Schulter. Ja, also auf die Schulter. Er setzt sich dann immer ein bisschen nach vorne, dann kann sie da hinten drauf sitzen. Und das ist auch, finde ich, auch richtig süß. Da hat er aber auch sehr, sehr lange für gebraucht, ihr das beizubringen. Das Problem dabei ist, jetzt nutzt sie diese Möglichkeit, nämlich so hintenrum über den Stuhl immer gerne bei ihm, um von A nach B zu kommen. Was ihn natürlich wieder ärgert, weil ihn das natürlich richtig durchschüttelt auf dem Stuhl. Ja, genau. Ja, genau. So, ja. Nee, nicht raus aus deinem Kopf. Ich kenne das doch. Ich wohne schließlich mit dir zusammen. Ich kenne deine kleinen Motzereien jedes Mal. Und gutes. Ach, im Übrigen, falls ihr das seht, da unten seht ihr meinen Player. Ich zieh den mal raus. Das fiel mir gerade erst so auf, dass der da unten drin ist. Da hört natürlich nicht da unten rein. Gut, weiter geht's. Ja, jetzt habe ich rausgezogen. Musik angehalten. So, jetzt haben wir. Nein! Oh, Fortnite. Nein! Ja doch, nein! Doch! Nein! Oh! Stuhl ist irritiert. Alter! Und tschüss! Tschüss! Ja, das passiert, wenn man den Stuhl nicht irritiert. Siehst du, Schatz, jetzt weißt du, warum ich zu dir immer sage, mach den Stuhl richtig. Mach den fest. Weil sowas passiert dann, wenn man so überschwänglich ist. Genau. Und ja, ich weiß, stimmt, das habe ich vergessen. Was natürlich auch ist, Katzen haben ja Krallen. Das ist halt leider nun mal so. Und unsere ist halt so, sie nutzt die gerne. Auch wenn sie auf der Haut von irgendjemandem sitzt. Und das ist dann natürlich nicht ganz so schön. Und da gibt es halt durchaus mal das Problem, dass man sich da ganz schön wehtut.
Was, hä? Ja, ich meine mit dem Stuhl. Er hat den Stuhl. Du hast das doch auch, dass bei dir die Rückenlehne sich automatisch hat. Also bei mir ist die immer fest. Ich muss einen Hebel ziehen, damit ich die benutzen kann. Bei dir ist es ja so, dass du das unten über einen der Klapphebel unter dem Stuhl machst. Und wenn du den rausgezogen hast und es lässt sich nach automatisch, wenn du es einfach so machst, dauerhaft nach hinten bringen, dann kannst du, wenn du es zu weit nach hinten machst, fällst du nach hinten um, so wie gerade eben im Video. Genau, deswegen sage ich immer, festmachen. Danke, und ich trinke mein Pfefferminztee auf dich, meine Liebe. Ich trinke mein Wasserchen auf dich. Ja, was denn jetzt nun? Das war die Rache des nicht vorhandenen für mehr Pfefferminztees. Ja, das kommt davon, ja genau, Karma. Das kommt davon, wenn man Pfefferminztee ankündigt, was er trinkt, weil man keinen Pfefferminztee hat, den man aber anteasert. Und dann sich das Wasser rächt, weil es ja mit Pfefferminztee wesentlich besser wäre. Genau. So. Ich habe hier Oro drinne. Von Waterdrop, kann ich sagen, steht da oben drinne. Im Übrigen, mir fällt gerade ein, ich hätte eine Corporation mit einer Firma machen können. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Ja, man tut bei Gelegenheit vielleicht mal so bewerben. Aber so viele Leute, Zuschauer habe ich jetzt auch noch nicht. Vielleicht kommen da noch ein paar dazu. ich habe Oro drin. Das ist eins der Energy Drinks von Ding. Aber was wir aber bei Gelegenheit mal von. Wir wollen mal bei Gelegenheit Energy Drinks von einem anderen Hersteller probieren, die relativ gut sind und die auch schon hier auf Twitch sehr viel beworben werden. Mal gucken, wie die schmecken, ob wir dann da vielleicht auch mal was Neues zum Trinken dabei haben. Wir brauchen 500 Milliliter. Dann nehme ich 250. 100. Genial. 100. Au! Und check es. Check es. Fuß hin. Fuß getroffen. Fuß zerstört. Mann! Eure Schränke sind furchtbar. Ich muss pissen. Hallo. Ich muss jetzt pissen. Also wirklich, manche Leute nehmen Sachen in den Mund. Und das auf dem Stream? Also bitte, wie, was, hä? Was ist jetzt schon wieder hä? Du hast es heute mit hä? Wo zum Schreien? Ach so, du meinst bei dem Video, warum er geschrien hat, oder was? Ganz einfach, sie hat einen Schrank aufgemacht und bei ihr ist das wohl irgendwie, dass das nicht richtig fest ist. Und das ist ihr auf den Fuß gefallen. Und da hat er sich wehgetan. Da lässt jemand eine Schrankschublade oder was auf den Fuß fallen. Dann wirst du merken, warum der geschrien hat. Wir haben ja hier eine Küche, die ist gut zusammengebaut. Da haben die Leute gute Arbeit geleistet. Zumindest größtenteils. Genau. Nein, das war jetzt nur so als Beispiel, wie du weißt natürlich, warum er es so geschrien hat. Du sollst ja natürlich keine Schublade auf den Fuß fallen lassen, Schatz. Ja, ich komme. Wenn wir das jetzt verlieren, gewinnen wir. Ich hab's gehabt. Ach, da ist es wieder. Wenn wir das verlieren, gewinnen wir. Ja, das hatten wir schon, diesen Spruch. Wir nehmen ihn einfach wieder als Spruch der Woche dieses Mal. Ja, genau. Das Video kommt, weiß ich, schon am Mittwoch auf YouTube. Also ist es dann doch. Also könnt ihr das von Mittwoch bis Mittwoch nächste Woche benutzen als... Ja, was? Wenn wir verlieren, gewinnen die. Ja, gut, okay, gewinnen die. Ja, ist ja in Ordnung. Ja, stimmt, okay. Ich hatte den Spruch jetzt nicht mehr richtig im Kopf. Ist in Ordnung. Ja, klar, das ist ja auch richtig. Das ist eine tolle Weisheit. Ich arbeite nebenbei beim Finanzamt, studiere aber Informatik. Ja, das würde mich auch kurz erschrecken, wenn da einer bei mir im Chat wäre und würde sagen, ich arbeite beim Finanzamt und nebenbei studiere ich Informatik. Wobei, erstens mal würde mich dann interessieren, hat das Finanzamt nicht genug zu tun, dass der noch nebenbei studieren kann? Und zum anderen mal, Informatik für das Finanzamt. Beim Finanzamt sind die doch noch gar nicht so weit, dass die da Computer haben, oder? Hab ich da was verpasst? Hallo?
Ui, das ist, du bist ja schon wieder da, kleiner Fritz. Ja, das ist wirklich süß. Ich hab dich jetzt gehört. Ja, ja, ich weiß. Guck mal, und der Meise auch noch. Da musst du wirklich viel, viel Geduld haben und den richtigen Platz finden. Ich weiß gar nicht, also ich könnte mir sehr gut vorstellen, hier bei uns im Ostpark zum Beispiel, dass das funktioniert. Das wäre eine Möglichkeit. Da sitzen ja sehr viele, viele Eichhörnchen. Lustigerweise, als wir das letzte Mal da waren und ich das meinem Mann zeigen wollte, war nicht ein einziges Eichhörnchen zu sehen. komischerweise. Aber ja, doch, das könnte man mal probieren. Müsste man mal machen. Da muss man aber Zeit mitnehmen. Müssen wir mal machen, wenn es ein bisschen wärmer ist. Also jetzt nicht bei dem Wetter, was wir jetzt hier haben. Oh no. Oh my freaking God. Mein Controller ist aus. Dann mach ihn wieder an. Hallo. Oh my freaking God. My freaking Controller doesn't have any... Ja, das war zu spät. Das passiert, ist mir noch nicht passiert. Also ich habe... Moment, ich zeige ihn euch. Ich habe ja auch einen. Moment, da. So, da. Ich habe auch einen. Der ist auch wireless, also kabellos. Da sind immer noch die ersten Batterien drin. Also die sind sehr, sehr verbrauchsarm. Was das heißt, also man kommt mit der Batterieladung sehr, sehr weit. Das finde ich richtig gut. Wobei ich mir dafür bei Gelegenheit, glaube ich, das Eco-Pack holen will. Das war, ist, glaube ich, umweltschonender. Aber ich muss sagen, es ist mir noch nicht passiert. Mir ist es schon mal ausgegangen, wobei das daran lag, dass ich etwa eine gewisse Zeit nicht benutzt habe. Dann ist er einfach ausgegangen, aber dann drückst du oben drauf, ist er wieder an. Und das in relativ schnell, also ja, genau. Das heißt aber, wenn man so Batteriepacks benutzt oder Akkus benutzt oder so, immer darauf achten, dass der Akkustand hoch genug ist, damit man da entsprechend keine Probleme bekommt. Markierte Karten, dieser Kartentrick, Fool-Zauberer. Na? Lol. Was war das jetzt? Ja, war das jetzt berühmter Sekundenschlaf oder was? Eine Sekunde, wupp, vorgefallen. Naja, okay, gut, passiert. Aber Kartentricks aus dem Internet ist immer so schwierig, gerade wenn man das auf dem Stream macht, weil dann wissen die Leute ja, was man den Trick geklaut hat. Und dieses Video fand ich schon beim ersten Mal gucken sehr verwirrend. Yeah. Oh, das waren schon ganz schön viele, oder? Vielleicht sollten wir nochmal 6 drauf tun. Oh, wie viele war ich? 5? Upsi! Na, wo kam das denn her? Wie gesagt, ich fand dieses Video schon beim ersten Mal sehr verwirrend. Und ich finde es immer noch verwirrend. Ganz ehrlich, ja, ja, genau. Genau. Oh, das tut weh. Au, das tut weh. Das ist übel. Also, jetzt wisst ihr, warum man beim Minigolfspiel nie neben der Bahn steht, die gerade bespielt wird. Sondern immer so, dass man hinter dem Ball steht, nicht vor dem Ball. So als kleine Anmerkung, falls ihr mal Minigolf spielen geht. Männer werden nie erwachsen. Meine Frau sagt immer, nach dem Töpfchen gehen ist bei Männern die Entwicklung abgeschlossen. Danach wachsen sie nur noch. Moment, da meint sie auch mich. Manchmal geht's auch rückwärts, ne? Das hat jetzt aber einen ganzen Moment gedauert, bis der Schroschen bei ihm gefallen ist. Ich kann ganz definitiv eins sagen, nein, stimmt nicht. Es gibt auch Männer, die lernen doch danach sehr, sehr viel dazu. Und die geben sich auch Mühe, da was dazu zu lernen. Weiß ich. Wisst ihr warum? Ich habe so ein Exemplar da drüben sitzen. Der gibt sich immer ganz viel Mühe, neue Dinge zu lernen. Und er stellt sich auch Herausforderungen. Das machen viele Männer nicht. Die gehen nach dem Motto, kenne ich nicht, mache ich nicht. Mein Mann ist da anders und das finde ich toll. Oh, fuck!
Das war die Rache des Stuhls. Also, auch da wieder merken wir uns. Im Nachhinein kann man das ja mal schon sagen. Wenn ihr tanzt vor Kamera, Stuhl aus dem Weg, dass ihr ihn nicht tretet. Sonst tritt er zurück. Ja, also das hat er letztes Jahr ja öfters gekriegt, so den Nebel ins Gesicht und sonst wo und warum auch immer. Vielleicht hat er sich für dieses Jahr eine neue Challenge gestellt, ich nehme vielleicht mal Wasser oder so, obwohl das wäre, glaube ich, nicht so gut für die Technik. Aber gucken wir einfach mal, wir haben ja jetzt 12 Monate vor uns mit 52 Wochen lang viele, viele Twitch Clips Germany, gucken wir mal. Ja, Chad, wie ist denn so die Qualität von dem Stream heute? Jetzt mal abgesehen von meinem Gesicht. Aber ich habe hier heute mal eine andere Kamera mitgenommen, die leider kein externes Mikro nutzen kann, sonst hätte ich ein Ansteckmikro genutzt. Aber ich glaube, rein optisch sollte das ein ganz krasser Unterschied sein zu den Streams sonst. Vor allen Dingen, wenn ich die nachher mal irgendwo hinstelle am besten. Ja, also der Stream war wirklich sehr toll. Ich war jetzt gerade wirklich kurz überlegt, ob das an mir liegt, dass das so extrem reagiert. Aber nee, das war nicht so. Das war da. Also ganz ehrlich, finde ich interessant. Das ist der Grund, warum ich keine Livestreams von außerhalb mache. Weil da muss die Technik dazu stimmen. Und das ist halt nicht überall gegeben. Genau. Hey! Alter, was ist denn das? Von hinten nach Nachsicht, du geiler Landwirtschaftssimulator in live. What the fuck? Alter, was ist denn das? Erstens mal, konzentrier dich bei so einer engen Straße mit so einem riesen Trecker darauf, wo du hinfährst. Nur so als nebenbei. Zweitens fand ich das eine geniale Idee. So kann man auch ins Stream reinkommen. Man klebt sich was hinten auf die Scheibe drauf. Und hey, das war mal ein richtig geiler Landwirtschaftssimulator, so richtig live, man konnte alles anfassen. Ich schwör's euch, ich kann das den ganzen Tag machen. Ist das jetzt nur für mich gerade eben verwirrend gewesen? Ich weiß nicht, ob ich das den ganzen Tag machen würde. Warum habe ich darauf gewartet, dass diese Aussage kommt? Nein, ich meinte natürlich in seinem Stream. Er hat in einen richtig geilen Landwirtschaftssimulator gespielt. Er konnte alles anfassen. Und wenn ich so einen Landwirtschaftssimulator hätte, könnte ich das auch anfassen. Aber ich habe so einen Landwirtschaftssimulator nicht. Deswegen kann ich persönlich nichts anfassen. Also, in dem Landwirtschaftssimulator meine ich das natürlich. Wobei, Landwirtschaftssimulator habe ich. Den habe ich irgendwann mal geschenkt bekommen. So, und ja. Machen wir weiter. Au! Das tut weh. Das tat mehrfach weh. Und ich sehe jetzt gerade so vor lauter Schreck hier unten die Uhrzeitsanzeige. Also die Anzeige von wie lang der Stream geht. Wir sind jetzt bei 10 Minuten. Ich habe jetzt für diese 10 Minuten schon über die Zeit verdoppelt. Also nur mal so zu, oder verdreifacht, um genau zu sein. Wir sind jetzt bei den knapp 10 Minuten, die wir jetzt das Ding gucken, bei 30 Minuten Zeit. Ich glaube nicht, dass wir heute wirklich so viel schaffen, wie ich mir vorgenommen habe. Oh Gott. Abonniert Twitch jetzt Germany. So krass. Twitch Clips. Nein, das sollte ich jetzt natürlich noch nicht machen, weil wir sind noch nicht fertig. Also wir gucken weiter, aber Twitch Clips Germany abonnieren, obwohl das könnt ihr natürlich machen. Aber wir machen das nachher am Ende nochmal gemeinsam zusammen, nur damit ihr Bescheid wisst. Wünsch von Bootfahrerin. I'm the scared man. Ich glaube, so geht es 99% aller Leute, die dieses Lied am Anfang mitsingen wollen. Sie kommen nicht mit. Ich glaube, es
ist auch sehr schwierig, das mitzumachen. Ich glaube, der hat sich da auch selbst bestimmt dreimal die Zunge verknotet natürlich. So, Moment, ich muss mal ganz kurz, wo ist da? Da ist die Maus. Kurz klicken. Genau. So, weil das CS steht für Tomate Salat. Ich musste 25 werden und das checken. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Was? Echt jetzt? Und ich musste 26 werden, um das zu erfahren. Danke, Negan. Oh Mann. Also, wobei, ich muss dazu sagen, ich habe auch lange gebraucht, bis ich dahinter kam. Ich habe das aber ganz einfach gemacht. Ich habe gemeint, Entschuldigung, könnt ihr mir mal bitte erklären, was dieses TS hinter dem Royal sein soll? Und da hat mir eine beim McDonald's gesagt, das heißt Tomatensalat. Auf dem normalen Hamburger ist kein Tomat und kein Salat drauf. Ja, ist halt so. Deswegen ist das ja auch nur gepresste Pappe mit zwischen zwei Brothälften, die auch aus Pappe bestehen. Okay, ich klicke aufs Bild. Bitte wenden. Route wird neu berechnet. Ich wurde reingelegt. Was? Okay. Das ist Kaff, in dem ich aufgewachsen bin. Und wenn man da draufklickt bei Maps, dann sieht man dieses Bild. Okay. Jetzt müsste man wissen, wo er aufgewachsen ist, damit man das... Man könnte natürlich auch hingehen und könnte jede Netto-Filiale in jedem Ort, in jedem noch so kleinen Ort durchgehen. Irgendwann würde man drauf stoßen. Aber interessant. Ja, finde ich interessant. Oh nein, da werde ich geradet und bin gerade auf K. Nein, 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 Lucida. Vielen, vielen Dank mit 48 Leuten. Ich werde bescheuert. Herzlich willkommen zurück, auch Hackefeke. Oh nein, die sind alle wieder weg, oder? Oh nein, wieso habe ich das Glück, immer so einen Moment aufs Klo zu gehen? Ich voll Idiot. Ja, sowas passiert halt. Deswegen geht man vor dem Stream auf Klo oder man macht entsprechende Pausen rein. Das Problem ist halt, das kennt man ja, man geht auf Klo, es kommt jemand rein, man denkt, dann ist schnell und am Ende hat es dann einen Moment länger gedauert und derjenige, der reinkam, hat dann nur einen leeren Stuhl gesehen und sonst nichts. Und das ist natürlich nicht das Sinn der Sache. Deswegen Pausenbildschirm rein, da weißen die Leute, kurze Pause, ist wahrscheinlich gleich wieder da und gut ist. Oh, wenn das mal... Wow, sehr gut. Wow. Also, das war cool. Ja, okay. Da hat er aber bestimmt auch lange für geübt. Nehme ich mal so an, so. Ja. LKW fahren im Winter. Jetzt wäre natürlich gut zu wissen, wo war das, weil, oder, obwohl, im letzten Jahr, also im Anfang 2022, hatten wir ja öfters mal Schnee. Ende des letzten Jahres war es dann schon etwas schwieriger. Wir hatten, glaube ich, 3 Tage Schnee oder 4 Tage. Was kommt noch? Achso, ja. Und jetzt bisher hatten wir noch gar keinen Schnee. Jetzt ist eigentlich eher Frühling statt Winter. Warten wir mal ab, was im Februar kommt. Es wird gesungen. Every night in my dreams I see you, I feel you. Sad is how I know you. Go on. Da war er falsch. Nein, ich habe nicht mitgesungen, ich habe nur die Mundbewegung dazu gemacht. Weil wenn ich anfange zu singen, dann ärgert sich mein Mann wieder und meint, ich kann nicht singen. Gut, ich gebe es zu, so gut singen kann ich jetzt auch nicht. Ich singe immer nur laut, wenn die Musik dazu laut ist, damit man mich nicht hört. aber ich fand das toll. Wobei, da war eine dabei, die hat relativ schief gesungen. Und die Größe. Hä, wir sind gleich groß. Guck mal, ich bin sogar größer als du. Die ja, schon aber nur klein. Ja, aber nur bis er aufsteht. Das wissen wir ja. Soll ich mich mal hinstellen? Ja, kannst man du sieht noch? Dann nichts mehr von dir. Also, es tut mir... Verabschiedet euch von Balui. So.
Ja, ja, so ist das. So ist das. Größenunterschiede eben. Ich könnte jetzt sagen, wie man sowas wie sie früher genannt hat, aber da würde ich mich selber in die Ecke stellen und deswegen mache ich das nicht. Jetzt kommt mein Mann. Da, Großer. Ich soll mal aufstehen. Er hat gesagt, ich soll mal aufstehen. Jetzt stehe ich mal auf. So, und jetzt? Also, ihr seht, bei uns ist der Größenunterschied nicht ganz so groß. Ich bin nur ungefähr einen halben Kopf größer als er. Oh. Ja, ja. Genau, so. Und falls ihr euch fragt, das war ein Tom und Cherry T-Shirt, was er da angehabt hat. Und das habe ich ihm geschenkt. Aber ich habe 10.000 Seelengepäck. Auf der anderen Seite muss ich eh wieder hier hin. Also komm, ich zeige euch, dass es nicht geht. Das war der Moment, in dem man feststellte, dass das, was man versucht, doch funktioniert. Und man völlig überrascht ist, dass es funktioniert. Wahrscheinlich hat er diesmal etwas einen Querbalken getroffen und konnte deswegen nicht durchbrechen. Ich weiß nämlich, an dieser Stelle bricht man sehr gerne mal durch. Genau. War noch an der Maus dran. Was war noch an der Maus dran? Ey, schau mal, wie glatt das läuft. Ich habe mir jetzt auch eine neue Maus gekauft. Ich habe Angst, sie umzudrehen. Nein! Wie geht das ab? Es geht ab. Ja. Oh mein Gott. Ah, okay. Schau mal, wie glatt das läuft. Schau mal, wie glatt. Oh mein Gott. Ja, bei mir ist es nicht unten dran. Ich weiß, dass man die abmachen muss. Aber ich weiß, es gibt ja viele Leute, die vergessen das immer gerne mal. Also, wenn ihr unten auf der Maus so Gleitpads habt, die haben ja die meisten Mäuse heutzutage, ja. Und da ist so ein Schnippel dran, dann abziehen. Weil dann rutscht die Maus leichter. Und wer immer noch an das Gerücht glaubt, dass man kein Mauspad braucht, glaubt mir, kauft euch lieber eins. Auf einem Mauspad läuft das wesentlich besser als auf der Tischplatte. Außerdem tun sich die Mauspad-Kleid da nicht so abnutzen. Hält wesentlich länger. Ich habe eine ganze Weile ohne Mauspad gemacht und ich ärgere mich, weil wie abgenutzt meine Dinger mittlerweile sind. Items? Ja, ich fake Mad Bay. Gibst du noch? Ich fake Mad Bay. Was ist da drüben, Items? Was ist? Du hörst dich an, als ob du wie ein kleines Kind auf dem Klo sitzt und Mama Bescheid sagst, dass du auf dem Klo sitzt. Ist ja nicht so frech, sonst komme ich rüber. Dann komm doch. Trau dich, Toast, komm. Oh Gott, hör mit. Ja, ja, so kann's gehen. Ich fake Mad Bay. Ich fake Mad Bay. So ganz geht. Man sollte immer vorsichtig sein, wen man rüberruft. Ja, ja. Gerade in solchen Spielen, weil da ist man dann ganz schnell der Gearschte. Wenn Gronkh der Bombenleger ist, Thor ist der Informant, der Micha ist der Fahrer, dann bin ich die Assassine, weiß nicht, die Assassinen von hinten, die sich anschleicht. Ich sehe einfach voll normal aus. Also im Vergleich zu jetzt halt gar nicht derselbe Mensch. Nein, ich zeige euch mein Bild nicht. Wie das passieren kann, dass man so ein Foto bekommt. Das frage ich mich. Ich bin beim letzten Bild immer noch der Überzeugung, dass ich das irgendwo schon mal gesehen habe.
Ich weiß nur nicht wo. Und meins kriegt ihr nicht zu sehen. Ich habe mich so stark jetzt nicht verändert. Gut, ich trage keine Brille mehr, weil ich trage jetzt mittlerweile Kontaktlinsen. Mittlerweile habe ich auch eine ordentliche Frisur. Ich war ja beim Friseur, hatte ich ja gesagt, die Tage. Und Ding. Aber nee. Ich müsste mal ganz, ganz alt, irgendwo unten im Keller habe ich noch ganz, ganz unten in der Kiste meinen ganz, ganz alten Ausweis drin liegen. Den habe ich mich aufgehoben. Wenn ich euch das Bild zeigen würde, oh Gott. Warum geht ihr? Oh! Da lief doch nur was hinten rum. Was erschreckst du dich denn? Das war. Nein. Da lief nur was ganz weit hinten rum. Da war nichts zum Erschrecken da. Das hatte ich nicht mal angegriffen. Und es war alles gut. Also, nicht erschrecken. Einfach nur gucken, laufen lassen, fertig. Oh mein Gott. Daniel. Oh mein Gott. Nicht? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Intros kannst du auf jeden Fall. Also das, ich glaube, so geht's mir irgendwann mal, wenn ich mein allererstes Video mir angucke und denke so, oh Gott, was hast du da gemacht? Ich weiß ja, wie mein allererstes Intro aussieht, weil das habe ich extra gemacht. Mittlerweile nutze ich selten Intros. Sollte ich mal wieder ändern. Gerade für bestimmte Sachen möchte ich wieder ein Intro benutzen. Beim Gaming habe ich ja schon eins angefangen, wobei das gefällt mir noch nicht ganz so, wie ich es gerne hätte. Da bin ich noch am Arbeiten. Nur intelligenterweise, ich wollte eigentlich nur am Ende was umändern. Intelligenterweise habe ich heute das Intro gelöscht, also die Bearbeitungsdatei, die mögliche Bearbeitungsdatei, muss ich also komplett von vorne anfangen. Aber ich weiß ungefähr, wie ich es hingekriegt habe, damit das funktioniert. Es ist halt, es sind die ersten Versuche. Man lernt ja mit der Zeit und dann wird alles einfach immer besser. Nur war die Dank. Moment, da war was? Was? Da Koch? Ja, ich weiß, dass da was lang gekrochen ist. Das habe ich schon gesehen. Schön für 9 Monate. Dankeschön für dein Resub. Ja, mir geht's gut. Alles gut. Ja. Schmerz lässt nach. Es ist schön, wenn der Schmerz nachlässt. Ganz ehrlich. Ja? Kann ich euch sagen, aus eigener Erfahrung. Ich freue mich dann auch immer drüber, wenn der Schmerz nachlässt. Passt Katha in ihren Koffer? Ziemlich sicher, der ist echt groß. Oh oh. Das sollte man nicht probieren. Das könnte nach hinten losgehen. Nein, sie passt nicht da rein. Okay. Nein, passt sie nicht. So, und jetzt hängt sie fest und kommt nicht mehr raus. Oder? Was rein? Wenn jetzt noch jemand kommt zum Zubach, kann man sie wegschicken. Ich habe Serienkillern gerade so eine gute Vorlage gegeben. Ja. Mit solchen Sachen kommt man nach Twitch Clips Germany rein. Das hätte ruhig ein bisschen schärfer sein können. Ja, du auch. Boah. Also, die Person hätte ich sofort aus dem Fenster geschmissen. Nein, aus der Wohnung geschmissen natürlich, meine ich. Also sowas macht man ja wohl gar nicht, also bitte. Waffen sind schärfer. Essen ist schärfer. Menschen sind immer scharf. Wenn ihr mal in Frankfurt seid, sagt uns auch gern Bescheid. Stimmt, ihr wohnt ja auch in Frankfurt. Alter, können wir gleich alles mit einer Fliegenklappe. Nee. Eine Klappe mit einer. Wie heißt es denn? Eine Klappe mit. Nein, eine Fliege mit einer Klappe. Irgendwas mit einer verdammten Fliege klappen wir hier zusammen. Wie heißt denn das scheiß Sprichwort denn jetzt? Zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich sag doch Fliegen und Klappe. Moment. Das möchte ich jetzt gerne wissen. Lost Kitten wohnt in Frankfurt? Main oder? Weil Main wäre cool. Das wäre echt cool. Finde ich so. Ich weiß, dass es ein, zwei Streamer gibt, die hier in Frankfurt wohnen, die auch sehr groß sind. Oder in der Nähe von Frankfurt wohnen, aber das wäre cool. Muss ich sagen. Ich hab hier keine. Ja, aber das ist bei den anderen irgendwie auch so, aber bei mir war das jetzt die ganze Zeit fein. Und was für einen Anbieter hast du? Vodafone. Ja, so kann's gehen. Kennen wir ja.
Wir hatten ja vorhin auch das Problem, ich musste meinen Stream neu starten, beziehungsweise am Anfang neu starten, damit es überhaupt funktioniert hat. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich an Vodafone lag oder ob das daran lag, dass ich einfach zu viel im Hintergrund hatte vorher laufen lassen und der Rechner einfach nicht wollte. 19 Uhr war noch alles an. Das ist eine Lüge. Also wir hatten um 19 Uhr noch alles an. Jen, ne? Ja, Jack, ja, habe ich doch hier gehabt. Also wir hatten um 19 Uhr noch alles. Okay. Und die haben auch. Jetzt so verstehe ich das Ganze erst richtig. Okay. Aber ich dachte, es ist 20 Uhr. Nee, nee, es ist um 19 Uhr. 19 Uhr war ich. Ich habe 20 Minuten länger. Darf ich 19 Uhr mit dir machen? Einfach so, ja? Ja. Aber wir freuen uns, wenn du morgen wiederkommst und ich gebe dir dann auch so. Ich mache ein Foto mit Jen. Wisst ihr auch, was, ja, das, was das der Fehler klar liegt? Klar, soll ich dich verlinken? Ja. Aber nicht mit, warte, nicht mit dem Hut. Wisst ihr, wo der Fehler lag? Ich habe den Fehler am Anfang auch gemacht. Sehr oft sogar. Ich sag's euch. Das war Milchbaum, nicht Chen. Die zwei sehen sich relativ ähnlich, aber es ist nicht dieselbe Person. Das hat man gerade sehr deutlich die letzte wieder bei den Flipflops gesehen. Da waren sie nämlich beide da. Also, ja. Aufpassen. Nicht immer einfach nennen. Du bist erst... Ich fand's aber einen guten Kniff, dass sie ja gesagt hat. Eigentlich so, wirklich. Ich will jetzt nicht gemein sein, aber prove me wrong. Warte, so die, nicht mit den Stinksaugen, so dieses, diese niedlichen hier, guckt, seht ihr das? Hier so diese, dieses Dingens, oh, was dieser Katzenmund ist, hier, die Spitze. Oh ja, doch. Okay. Okay, es hatte was davon, also da muss ich ihr recht geben. Genau. Ja, das habt ihr davon, ne? Das habt ihr davon, ihr kleinen Drecksäcke. Ja. Oh! Da, sie! Sie! Die Rache der Hunde. Ja, ja. Man sollte vorsichtig sein, wenn man solche Sachen macht. Breasts. Was denn? Breathe. Was ist das? Auf Deutsch. Send help. Ach, Brüste, Boobs! Nein, Priests. Mann, ja. Aber jetzt haben wir wieder ein Katzen-Anime-Mädchen. Du musst in den Angriff rein parieren! Halt dein Maul! Ich meine... Oh, Anon-kun, danke für den Tipp. Ich wusste gar nicht, also... Ja, so kann's gehen. Das ist wieder mal so diese gespaltene Persönlichkeit einer Katze. Erst so ganz mies und bösartig und im nächsten Moment, warum magst du mich streicheln? Ganz komisch, dass die jetzt alle, also auch so der kleine Nelson einfach. Ja, das gehört, Alter, den hört... Einmal klingt er wie ein Mann. Richtig gruselig. Alter, das ist fies. Entschuldigung. Boah, ist das fies. Fand ich immer noch, als wäre er 12? Ja. Oh, das tut weh, das ist gemein, das ist fies. Aber das zeigt wieder, man sollte nicht alles schütteln, was man in der Hand hat. Wenn man sich so denkt, okay, 5KBM, da gibt es dann noch die Puzzles-Abteilung und da sagt man so, geh besser nicht dahin, das sind die Verrückten. Besser nicht zu den Verrückten gehen, glaub es mir, du möchtest nicht dahin gehen. Der Typ ist psychisch gestört, glaub es mir. Okay, ja, so kann es auch gehen. Ja, irgendwie schon. Ich weiß nicht, also, ja. Genau, ja. Mach die Haare nicht im Gesicht kitzeln, nein. Tun sie nicht. Sie können ihn einfach vollkommen umdrehen. Hallo. Ich sag's nicht nochmal. Hallo, oder ich rufe jetzt die Polizei. Ich habe ihm das gesagt. So, ich glaube, ich muss hier über die Ampel, die ist gerade kommen. Würden Sie bitte das ausmachen? Auszumachen. Mann, Alte, warum fährst du denn auch als hinter ihr her? Oder neben ihr her? Leute gibt's, das finde ich immer genial. Also gerade, ich habe ja auch schon Sachen auf der Straße gefilmt. Ich weiß, ich habe es euch mal versprochen gehabt vor einiger Zeit, das Video noch hochzuladen. Das ist aber nicht mehr vorhanden, deswegen kann ich das nicht machen. Ein Hallo an den Doodleman 1221. Schön, dass du da bist. Und ja, also es ist, ich finde es erschreckend, wenn ich dann sowas sehe, dass da die Leute sich dabei aufspielen und denken, sie könnten auf der Straße alles
verlangen von den Leuten, die was filmen, dann geht doch einfach nicht bei den Leuten nach und gut ist. Ah, danke schön für dein Follow. Und ja, also wie gesagt, wer nicht gefilmt werden will, muss nicht in der Kamera rumrennen. Ganz einfach. Aber wie gesagt, was ich euch ja gerade raus wollte, ist, man wird auch mehr komisch angeguckt, wenn man dann in die Kamera redet, weil die Leute einen angucken, aber nicht auf die Kamera achten. Das finde ich lustig. Oh Gott, warum müssen alle immer als Cosplayer so gut aussehen? Und warum haben die immer alle so große Brüste? Mann! So. Ihr wolltet die Titties? Ihr kriegt die Titties. Nein, ich frag jetzt nicht da. Ja. Oh boy, oh boy. Guck dir euch an, ey. Also, erstmal kurz zu dem Clip, den wir gesehen haben, dann gehe ich auf deine Frage ein. Große Brüste sind nicht immer schön. Nicht nur von der Optik her, sondern teilweise auch massivst für den Rücken. Also ich kann euch sagen, kleine sind dann doch schon manchmal besser. Und nicht alle Cosplayer haben große Brüste, so zur Info. Und deine Frage, Doodleman, klar kannst du Videos empfehlen. Die merke ich mir dann auch. Also hier, ich habe jetzt gerade, die schauen wir uns nachher noch an, zwei, falls wir das zeitlich schaffen. Es ist heute, dadurch, dass das eine Jahresrückblicks-Compilation ist, ist es hier etwas länger als sonst. Wenn wir das noch schaffen, ich werde das dann gleich danach machen wahrscheinlich, habe ich von jemandem auf YouTube, wo meine Videos auch hochgeladen werden, der hat mir da Videos empfohlen und davon werden wir uns nachher, wenn es, wie gesagt, klappt, noch zwei Stück angucken, die da empfohlen worden sind. Also man kann bei mir durchaus auch Videos empfehlen, die man reacted haben will. Ich muss dann immer gucken, ob man das reacten darf oder nicht. Das ist halt immer so die Sache, weil nicht alles, was im Internet auch auf YouTube zu finden ist, darf man reacten. Ich hatte von jemandem vor einiger Zeit die Anfrage zu einem Musikvideo, habe die Künstlerin angeschrieben und die Künstlerin hat mir vehement verboten, dieses Video zu reacten. Ist auch in irgendeiner Weise den Titel in den Mund zu nehmen. Sie möchte das nicht. Das muss man respektieren, weil die Videos, die gemacht werden, sind halt immer grundmäßig das Eigentum derer, die sie gemacht haben. Danke. Ah, das ist... So, jetzt... So, jetzt wisst ihr, warum man an einem Computer keine kohlensäurehaltigen Getränke konsumiert. Zumindest nicht, wenn sie nicht in einer Halterung stehen, wo sie nicht so einfach umfallen können. Und beim Trinken bitte ordentlich festhalten. Ich warte immer noch, dass Gronkh sagt, abonniert Twitch Clips Germany. Das, oh, warte mal. Weder schneidet das raus. Siehst du, Gronkh, jetzt hast du es gesagt. Moment, jetzt muss ich mir das gerade mal kurz durchlesen. Oh, Entschuldigung, war der Finger wieder schneller als der Kopf? Nein. Wenn ich weiß, wo es das Video gibt, kann ich, wie gesagt, gerne gucken. Wenn er das entsprechend freigegeben hat mit der Lizenz entsprechend, dann kann man das reacten. Und genau das ist das Problem. Man kann halt relativ leicht gesperrt werden. Twitch Clips Germany zum Beispiel ist da relativ gut. Die haben das alles freigegeben. Da kann man das machen. Man wird auch zum Beispiel bei YouTube relativ gut darauf hingewiesen, im Vorfeld, wenn man etwas hochlädt, ob man Urheberrechtsverletzungen begeht. Also das finde ich immer ganz, ganz toll. Da kann eigentlich nichts passieren. Wenn da was ist, wird man benachrichtigt und kann dann entsprechend darauf reagieren. Ich den Chat vorlesen, sorry, aber das ist... Mein Dad kommt rein und der Chat spricht darüber, wer sich alles schon eingeschissen hat. Okay. Und ich erzähle meiner Familie immer, ich mache so guten Content.
Ja, das passiert, wenn man große Communities hat. Ich habe ja noch keine so große Community, aber ich freue mich schon auf den Tag, an dem sowas bei mir vielleicht auch mal passiert. Obwohl, nee, das muss nicht unbedingt sein. Also, es gibt Themen, die müssen nicht unbedingt im Chat besprochen werden. Die kann man dann gerne persönlich privat besprechen, aber nicht im Chat. Aber ich habe schon Sachen mitbekommen bei Kollegen, wo ich in den Chats unterwegs war. Also es gibt da schon interessante Themen, die manchmal aufkommen. Ich bin der Berlin Mo, falls ihr mich noch nicht kennt. Ich bin neu hier auf Twitch. Bitte seid lieb zu mir. Und mein Content ist halt hauptsächlich, ja, ich deepthroate Türklinken. In etwa so. Nein, das macht er natürlich nicht. Das war jetzt ein Spaß von ihm, das weiß ich. Ich weiß, bei meinem ersten Schritt auf YouTube damals, da war ich so aufgeregt. Ich habe das erste Video bei YouTube, ich glaube, 23 Mal aufgenommen, weil jedes Mal, gerade in den ersten Sätzen, hatte ich total, boah. Mittlerweile lache ich darüber, weil das passiert mir eigentlich nicht mehr. Und als ich den ersten Stream auf Twitch gemacht habe, da war ich richtig aufgeregt, muss ich sagen. Mittlerweile bin ich nicht mehr ganz so aufgeregt. Ich bin aber trotzdem immer vor jedem Stream aufgeregt. Vorhin hat mich das wieder richtig getriggert, dass mit der Internetleitung nicht so wollte, wie es sollte. Mittlerweile funktioniert es wunderbar. Und ja, genau. Also ich kann das da nachvollziehen. Da bin ich mal am Anfang so eingeschüchtert. Aber das sollte man eigentlich nicht machen. Redet einfach, wenn ihr auf Twitch anfangt, frei raus, wie euch der Schnabel gewachsen ist. Entweder den Leuten gefällt's, sie bleiben, kommen wieder, oder es gefällt den Leuten nicht. Und dann, ja, dann ist es eben so. Hier mal ein bisschen einfach den Westen zu erkunden, weil ich hier halt legit erst einmal war. Oh, Digga, ist das dein Ernst? Das ändert sich. Die Pferde fliegen tief. Also Vorsicht, wenn ihr rausgeht, am besten Helm aufsetzen. Die Pferde könnten vom Himmel fallen. Aber ich habe da schon so Sachen gesehen. Ich hatte da mal vor einiger Zeit ein Video auf Facebook. Da war so ein Zusammenschnitt mit Dingen, die vom Himmel fallen. Das Lustigste, was ich dabei fand, war, obwohl das nicht ganz, also lustig an sich, diese Szene, aber das, was passiert ist, war nicht lustig. Da ist ein Wal vom Himmel gefallen. Ich frag mich bis heute noch, wie der Wal da hochgekommen ist. Darauf stellen. Oh, Tomb Raider. Ja, das war kopfüber in den Tod. Und wie alt ich bin, möchtest du wissen? Ja, ich könnte jetzt gemein sein und sagen, eine Frau fragt mich nicht, wie alt sie ist. Aber ich bin da ganz offen und sage, ich bin nicht mehr die Jüngste. Das stimmt auch. Ich weiß aber, es gibt durchaus Ältere auf YouTube und auch auf Twitch, die da unterwegs sind. Ich werde dieses Jahr stolze 53 Jahre. Ich habe relativ spät angefangen mit dem Twitchen, weil als ich jung war und knackig, so wie die meisten, die das heute machen, da gab's das noch nicht. Und ich habe relativ lang gebraucht, mir zu überlegen, ja, du könntest das mal probieren, versuch's einfach mal, schau, was daraus wird. Und ich mache das seit Mitte letzten Jahres und ja, ich bin mittlerweile Affiliate und ja, das ist richtig schön. Also ich hätte nicht erwartet, dass es so schnell geht und alles. Und es gab Aufs und Ups. Gegen Ende des letzten Jahres gab es ein paar Ups, aber ich mache einfach weiter. Solange es mir Spaß macht, mache ich weiter. Das passt, glaube ich. Reicht ja? Oh, fuck. Oh, Junge. Das kenne ich. Clip das mal. Holy sheesh. Das kenne ich. Das kenne ich, das ist mir auch schon passiert. Mir ist sogar schon was viel Schlimmeres passiert. Das will ich jetzt aber hier nicht ausführen. Aber ja, genau. Ja, ich sag mal so. Man hat als ältere Person zwei Möglichkeiten in der heutigen Zeit. Entweder man verkriecht sich vor der Technik und nutzt sie nicht und verteufelt alles, was neu ist, weil es ist alles neu, es ist alles schlecht, es ist alles böse. Man kann damit nichts Gutes machen. Ich kenne so Leute auch. Teilweise sind meine eigenen Eltern so, die verkriechen sich, was das Internet angeht. Die haben bis heute keinen Internetanschluss. Die haben nur ein stinknormales Telefon. Nicht mal Smartphones, die haben nur einfache Handys, also so diese alten mit Tastatur unten drauf, weil sie die so gut wie nie anhaben, die sind mehr aus, als dass sie an sind.
Und dann gibt es halt die Leute, die sagen, ich bin zwar älter, aber ich lasse mich auf die neue Technik ein. Ich will damit arbeiten. Ich guck, was die neue Technik kann. Das Neue kann auch gut sein. Und bei mir ist es zum Beispiel auch so, ich lasse mich da sehr, sehr viel drauf ein. Ich habe hier bei uns in der Wohnung haben wir zwei Rechner stehen. Bei einer Bekannten stehen zwei Rechner. Und bei meinen Eltern steht auch ein Computer. Der wäre zwar internetfähig, die nutzen es aber wie gesagt nicht. Und die sind alle von mir gebaut. Und der Rechner bei meinen Eltern, der ist mittlerweile fast 20 Jahre alt. Und der läuft tipptopp. Zwar noch mit Windows XP, aber er läuft. Und sie nutzen den täglich. Also ich mag neue Technik. Ich bin sogar so, dass ich hinter fast jeder neuen Technik her bin. Einfach nur, um zu gucken. Also nicht alles kaufen, aber doch schon gucken. Also fassen wir einfach mal zusammen, was Alex Paket ist. Danke, mein lieber Mann. Das ich mobbe war ihn und ich bedrohe ihn und ich stalke ihn und dann bekommt... Tschüss. Das war die Cola-Dose. Ihr entschuldigt mich kurz. Ich muss ganz kurz meinen Boden putzen. Ich bin sofort wieder da, Chat. Bis gleich. Oh mein Gott. Einfach die komplette Dose, Alter. Ja, das so kann's gehen. Deswegen mag ich auch keine Dosen am Tisch. Mir ist gestern war es ganz böse, mir ist gestern meine Flasche umgefallen. Aber ich konnte es schnell retten, es ist nicht viel passiert. Abgelenkt war und ich den Satz nicht komplettieren konnte, deswegen steht da jetzt nur... Nick der Igel! Aber so sieht er aus, Nick der Igel! Das könnte ein Meme sein. Ja, okay. Nick der Igel! Das ist einfach... Ja, das ist Ding. Ja, also Windows XP, das war das erste ordentliche Windows. Ich kenne noch Windows 3.11. Also das ganz alte, wo man dann wirklich so von Hand erst die DOS laden musste und dann in die Windows-Oberfläche laden musste. Windows XP war das erste, was richtig ordentlich mit Oberfläche gleich hochladen, fertig, nutzbar war. Und es ist ein gutes Betriebssystem gewesen. Es ist halt relativ alt und heute läuft so gut wie nichts mehr drauf. Deswegen ist es halt leider schade. Aber ja, also ich nutze hier bei mir noch Windows 10 und ich bin damit voll und ganz zufrieden. Windows 11 habe ich auch schon ausprobiert. Es hat einige schöne Features, muss ich sagen. Also ich finde das mit der Taskleiste zum Beispiel sehr schön. Dafür haben sie zu viele Sachen aber auch weggemacht, die ich gerne nutze. Also ich finde das Kachel-Startmenü von Windows 10 wesentlich besser als das, was sie mit Windows 11 gemacht haben. Und deswegen ist für mich Windows 11 momentan noch keine Option. Abgesehen davon, dass ich Spiele spiele, die bei mir zumindest auf dem Rechner aus irgendwelchen Gründen mit Windows 11 sehr viel schlechter laufen. Nimm ihn auf den Schoß, der mag das schon. Ich weiß, mein Mann, dass du mit Windows 98 anfangen kannst. Der fühlt sich da. Was macht der? Der Hund schläft? Im Stehen? Auch nicht schlecht. Der Hund weiß, wie man es macht. Man legt sich hin und schläft und steht dabei. Warum auf die Couch klettern, wenn man davor stehen kann und den Kopf drauf legt? Finde ich gut. Ich habe meine Unitasche mal hergeholt. Hallöchen Brandy, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Achso, hier ist der Stoff drin. Eine Haarbürste? Also, wenn ich sage Stoff, dann meine ich Stoff. Ja, wer hätte den Stoff jetzt auch anders denken können? Also, zumindest diejenigen, die Böses denken. Aber ich fand den Rucksack cool. So ein richtig alter aus derbem Leder. Findet man heute selten oder sie kosten ein Heidengeld. Ich kotze nur gerade, weil mein Zug wegen Corona ausgefallen ist. Ich habe am Wochenende auch gekotzt. Hanna, wir haben so viel gemeinsam. Unglaublich. Müssen wir das jetzt kommentieren? Also ich fahre auch auf Bahn, ich fahre auch auf Bus. Was das Ausfallen bei Bus und Bahn angeht, das kennen wir. Denke ich alles zu Genüge. Aber kotzen deswegen würde ich nicht. Genau. Was ist dein Hund? Ist magisch? Ich
Also, bei sowas kann ich dir nur eins raten. Hab mir dein Handygriff bereit, damit du Fotos davon machen kannst, weil solche Fotomomente kriegt man nie wieder. Gestellt kriegt man die nicht hin. Wir haben schon so viele Bilder. Wir haben eine Katze und wir haben so viele Bilder von der, wo wir dann sagen, wir haben ein Bild, das hängt bei meinem Mann an Ausdruck drüben an der Tür. Da ist sie unter der Decke im Bett und guckt so mit einem Auge unter der Bettdecke vor. Und das haben wir im perfekten Winkel fotografiert. Das sieht so genial aus. Wir zwei beide, wir haben jetzt hier ein Duell. Na dann, Duell fertig. Ja, das ist bei solchen Spielen leider der Fall. Ein Schlag vom Gegner und man ist hinüber. Deswegen sollte man da vorsichtig sein. Du bist so süß, ich ess dich gleich weg. Du geiles Gebäck, wie ein türkischer Kuchen. Den muss ich versuchen. Oh Jen, Jen, ich brenn, brenn. Lass mal das brennen und holen uns die Weltherrschaft. Machen, was keiner schafft. Jen, hier ist Anni, komm mal vorbei, du cutest Bunny. Ey, ist keine billige Kopie. Ich hab ne Milchbaumphobie. Da kickt direkt die Laktoseallergie. Und ich frag mich, wie kannst du nur so schön sein? Wie kannst du nur so schön sein, Baby? Komm mal vorbei, du cutest Bunny. Ey, ist keine billige Kopie. Ich hab ne Milchbaumphobie. Ja, das ist gemein. Ich sag mal so, man kann von Milchbaum halten, was man will. Sie ist eine kleine Verrückte, aber sie macht tollen Content. Auch wenn er verrückt ist. Aber ja, das war jetzt noch ein bisschen hart. Und ich fand es so genial. Ich möchte es hier euch noch einmal kurz zeigen. Ich fand die Story richtig cool, weil ich endlich mal so eine Tap-Story hatte. So, you see? Oh, lol. Jetzt will ich hier nichts leaken. Mom. Have to finish und dann, ich fand es richtig gut, aber jetzt check ich es erst. Okay, well, muss jetzt leider gelöscht werden. Erst denken, dann zeigen. Okay, gut, ich glaub, in irgendeinem alten Video habe ich das auch mal gebracht, dass ich was gezeigt habe, was ich dann nicht mehr zeigen wollte. Das ist, glaube ich, sogar auf YouTube hochgeladen. Weiß ich jetzt gar nicht. Aber erst nachdenken, dann zeigen. Weißt du, was mir auffällt? Du musst, wenn du die Cam da oben hinmachst, müssen die Haare hängen. Ja. Oh nein! Scheiße. Ich bin vorbereitet. Jetzt habe ich... Nein! Ich bin vorbereitet. Ich bin vorbereitet. Da, bescheuert. Nicht ganz. Nein. Oh Mann. Also bei dem oberen hingen die Haare immer noch nicht. Ich glaube aber, das ist durchaus schwieriger also von der Seite als von oben. Da müsste man ja einen Handstand machen und dann sieht man die Arme und ist schwierig. Oh mein Gott. Denn ihr seht, ich habe mir einen Löffel mitgebracht. Ihr nehmt den Löffel mit dem Stiel und öffnet die Banane längs. Dann könnt ihr die Schale aufklappen und die Banane einfach löffeln. Also ich esse ja auch gerne Bananen, aber ich esse die auf normale Art und nicht so komisch. Also ja, man kann sich auch anderweitig dreckig machen. Hast du nicht letztens die Reifen gewechselt? Nee, ich habe nicht die Reifen gewechselt. Ich habe Reifen von einem Auto abgeschraubt und an mein Auto dran geschraubt. Also ja, ich habe die Reifen gewechselt. Ja, eben. Ja, das war das bekannte Eigentor. Man schießt sich selbst ins Knie. Ich habe keine Reifen gewechselt. Ich habe die Reifen vom anderen Auto abgemacht, auf meinen Zorn gemacht. Ja, was ist denn das denn sonst, wenn es kein Reifenwechsel ist? Oder hast du dein Auto ohne Reifen vorher gefahren? Ah! Das ist so easy, ne? Also wer hier verliert, Fall Guys, einfach mein absolutes Lieblingsspiel. Spiele ich derzeit fast jeden Abend. Wir sind fast alle durch. Melli! Verloren! Oh.
Ja, so geht's mir auch auch meistens. Aber ich glaube, es ist 3 Tage her oder was, 4? Da habe ich es geschafft. Da habe ich einmal in einem freien Spiel den Sieg davongetragen. Da bin ich richtig stolz drauf. Und was ist danach passiert? Danach funktionierte das Spiel erstmal eine ganze Stunde nicht mehr, weil die irgendwas bei Fall Guys falsch gemacht haben, bei einem Update. Da habe ich mich geärgert. Ach, keine Ahnung. Ich zeig's euch. Komm mal her, Julia. Hi. Okay. Crazy. Zwillige. Dass die zwei jetzt vor der Cam stehen. Oh mein Gott. Also Leute, das ist Julia, das ist meine eineige Zwillingsschwester und wir zwei sind quasi Nachoella. Ja, freut mich. Dass sie eineiig sind, hätte man jetzt nicht festgestellt, wenn sie es nicht gesagt hätte. Also das war wirklich perfekte Ähnlichkeit. Die steckt man sich nur auf den Kopf, obendrauf in die Haare. Ja, merkst du was? Das Problem ist die Haare. Bei ihm sind wirklich das Problem die Haare, die nicht da sind. Da kann man nichts reinstecken. Und du magst jeden Teil meines Körpers. Ja, aber Kot ist nicht Teil deines Körpers. Du magst jeden Teil meines Körpers. Ja. Und du findest mich bedingungslos schön und anziehend. Natürlich. Aber warum willst du dann nicht meine Scheiße essen? Ja, willst du denn meine essen? Nein. Also findest du mich nicht so schön, wie ich dich schön finde. ja, das Thema lassen wir jetzt mal. Ja, das ist cringe. ja, manche vergessen einfach immer, dass man sowas klippen kann. Erstens mal, zweitens mal, dass im Internet nie etwas vergessen wird. Und drittens, dass man nicht alle Dinge überall bringen sollte. Ja. Fehler sind menschlich, du kennst mich und ich kenn dich auch. Alles wird gut, wenn wir nach vorne schauen. Und wenn es schwer fällt im Leben und nichts funktioniert. Ja, das ist das. Also da beneide ich in gewisser Weise Hundebesitzer. Hundebesitzer müssen nicht alles festmachen. Sie müssen alles nur aus der Höhe des Hundes bringen. Katzenbesitzer haben es da schwieriger. Die müssten eigentlich alles abräumen, alles wegpacken, alles einschließen, weil die Katze nichts, aber auch wirklich von nichts Respekt hat. Sie will da lang gehen, da steht was im Weg, wird's weggeschubst, ganz einfach. Ich bin ready. Das ist eine gute Idee, Dudel. Das werde ich mir merken. Schatz, wir brauchen ganz viel Kleber. Ich bin so ready. Okay. Warum macht er jetzt ein Foto vom Bildschirm? Er hätte doch einfach einen Screenshot machen können. Wäre doch einfacher gewesen. Ja, okay, gut. Stimmt, mit der Heißklebepistole kriegt man es auch wieder ab. Also seine Kostümierung bzw. sein Outfit fand ich cool. Nur mal so gesagt, den Clip fand ich etwas komisch. Wenn das mal gut geht. Ich sag's doch. Oh, bitte klipp das. Oh, bitte klipp das. Ja. Genau. Ich hab's gehackt. Wenn das mal gut geht. Nein, das konnte nicht gut gehen. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Sonst wäre es ja nicht in den Twitch Clips Germany gelandet, wenn es gut gegangen wäre. Abonniert Twitch Clips Germany. Abonniert. Oh my God, I can't even see it. Ja, das ist manchmal gar nicht so einfach mit den Twitch Clips Germany. genau. Es ist genauso wie mit den besten Clips. Das kann auch nicht jeder schreiben, deswegen steht da oben Best Clips. Aber man sagt nicht die Rot. Man sagt, bei Rot sagt man das Gelb. Bei Rot. We are Venom.
Also bei Rot sagt man das Gelb. Nein, bei Rot sage ich immer das Rot. Oder die rote Rose, je nachdem. Aber ich sag da nicht mit Sicherheit nicht Gelb, wenn es rot ist. Und das Outfit mit dem Venom bei Halloween, das fand ich von ihr cool. Hat sie gut gemacht. Ich dich. Oh, Geist. Was haben wir hier? Dönerspieß und Strandball-Version. Ah, weiß nicht, ob die Strandball-Version gut Leute raushaut, ne? Und tschüss. So ging's mir gestern auch. Ja, das ist eine der übelsten Strecken, die es gibt. Genau, ja. Moment. Chat, nehmt die Schere, den Rasierer, alles, was ihr braucht, in die Hand. Ich will seine Haare haben. Ich brauche Extensions. Ich will seine Haare. Die sind so weich und samtig. Ich will die haben. Wieder zu früh. Ja, das ist gewünscht und geliefert. Passt perfekt. Manchmal sollte man vorsichtig sein, wenn man sich bestimmte Dinge auf Twitch wünscht. Ich habe da schon so einige Videos zugesehen, was da passieren kann. Habe ich schon mal erzählt, ne? Bei der TK habe ich auch irgendwann, als ich dann ganz kurz in der Privaten war, habe ich bei der TK ja mal gekündigt. Und dann meinten die so, ja, da können Sie uns einfach ein formloses Schreiben schicken. Und dann habe ich so, wie formlos? Kann ich schreiben, was ich will oder was? Ja, und dann habe ich so handgeschrieben, so einen Zettel abgegeben an meine fetten Homies bei der TK. Ich bin erstmal draußen, see y'all. Und habe dann irgendwie unten PS, damit möchte ich meine Versicherung kündigen. Und das hat geklappt. Das hat einfach so funktioniert. Da hat auch niemand ein Wort drüber verloren, so. Ja, das ist der Vorteil bei formlosen Schreiben. Die muss man halt keine Form wahren. Ich würde trotzdem sagen, das sollte man nicht unbedingt zu oft machen. Das könnte auch nach hinten losgehen. Nachher steht man da und zahlt doppelt. Überleg mal, ich sag zur Tanzfläche, mach die Polly. Und die halbe Tanzfläche, so 1000 Leute. Ja, ja. Ja, so kann's gehen. Man sollte, wenn man etwas nach hinten haut, es festhalten. Oder keine teuren Bildschirme hinter sich haben. Ja. Also das ist mir zum Glück noch nicht passiert. Ich habe aber schon andere Sachen umgeschmissen und so, aber so ein Monitor so kaputt gemacht, habe ich noch nicht hingekriegt. Was Technik angeht, bin ich eigentlich immer sehr, sehr vorsichtig. Da meine mir vorhandene Technik ist mir immer wichtig. Und deswegen wird da drauf geachtet. Und ein Mikrofon so in die Hand nehmen, so zum hinten nach hinten hauen. Ich bin ganz froh, dass meins auf dem Monitorarm fest ist und da dran bleibt. Oh Gott, ich kann das nicht. Das ist das Schönste von allen. Es ist wie ein Traum, es ist wahr. Das ist so lang. Ich wollte. Das ist so schön. Den Stream habe ich mitbekommen. Ja. Wenn ihr könnt, guckt ihn euch bei den Flip Floyds mal an. Aber bitte erst, nachdem wir hier fertig sind, gell? Nicht jetzt gleich drüber rennen. So, ich versuche jetzt nicht auf die Fresse zu fallen. Ah, ich kenne ihn, Chan. Sagte er. Und flog auf die Nase. Zum Glück hatte er keine Meerschweinchen und keine Marys in der Hand. Daher kenne ich ihn nämlich. Er ist der Macher von Die Marys und Die Müffelstücke. Und die machen immer ganz, ganz süße Meerschweinchen-Videos. Ich kenne doch ein ganz, ganz altes von ihm.
wo er so am Anfang mit Meerschweinchen gearbeitet hat. Das ist sehr, sehr lustig. Ich glaube aber, mittlerweile gibt es das auf YouTube nicht mehr. Ich habe es schon lange nicht mehr gesehen. Ja, Panda macht nom 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 nom. Genau. Das kommt auch da drin vor. Hallo. Alles gut? Oh. Hallo. Hallo. Ich brauche dich unbedingt in meinem Hotelzimmer. Das war eine sehr deutliche Aufforderung zu Dingen, die wir jetzt nicht besprechen werden. Chirurgisch. Ich fürchte nur, die Bude kracht ein. Nee. Ich habe ja überall Pfosten zur Stabilisierung hingesetzt. Da kann nichts passieren. Doch, da kann passieren. Natürlich. Und jetzt fällt alles ein. Da war's. Oh nein. Oh nein! Hier sind noch überall Pfosten, warum fällt denn das zusammen? Weil du den Schlitzboot weggemacht hast. Aber. Das war's. Aber. Alles weg. Zum Arsch. Wisst ihr, das kenne ich auch von meinem Band, der baut ja auch immer ganz gerne. Ist übrigens auch ein Twitch-Streamer. Und. Ich krieg das immer mit, wenn er sich dann aufregt oder ärgert, weil was nicht so funktioniert hat, wie er das will. Ich weiß aber, dass er ein Tüftler ist. Er probiert dann immer so lange, bis es funktioniert. Und das kriege ich dann auch mit. Jogge. Nicht nur in Amerika haben sie überall Waffen. Okay. Aber das ist... Eins muss man der Kalaschnikow lassen. Das AK-47 ist das robusteste Maschinengewehr der Welt. Das kann man sogar durch den tiefsten Schlamm schleifen und das Ding funktioniert. Mach das mal mit den Kampfgewehren, die wir hier bei der Bundeswehr haben. Die funktionieren nicht beim Normalzustand. Und er wird schon hart sein, because you're mine. I walk the line. Hallo Schlossbayer, let's go! Willkommen in den 60ern. Ich reiche dir meinen Joint. Das ist cool gewesen. Also sie hat's drauf. Ganz ehrlich, muss ich sagen, sie hat's drauf. Ich schaue jede ihrer Videoclips hier bei Twitch Clips Germany mal ganz gerne, weil sie hat's richtig drauf. Eine Sub-Bombe. Ja. Sub-Bomben. Gibt es zum Glück bei mir hier noch nicht. Also zumindest nicht in diesem Umfang. Kommt aber noch. Warte. Okay, das hat nicht so ganz funktioniert, wie ich mir dann. Ich komme hier nicht mehr in die Couch wieder hoch. Hilfe! Man wollte dich doch vom Bett anders ab. Ah! Ja, Marschall, das hat man jetzt davon. Papa, funktioniere! Ah! Mein Körper ist so nutzlos. Naja, also Carillo, stell dir mal vor, du hättest keinen Körper. Dann könntest du auch nicht bei Twitch Clip Germany auftreten, beziehungsweise würdest auf Twitch nicht streamen und dann würde uns was verloren gehen. Ganz ehrlich. Kinder geben einem so viel zurück. Ach ja? Okay, ich warte drauf. Nein, es ist Spaß. Ich liebe meinen Knirps, alles gut. Ich habe nur gesagt, ich fühle mich alt. Ich bin aber auch später Vater geworden. Vielleicht ein bisschen früher loslegen soll. Aber ich musste warten, bis meine Frau volljährig... So! Ja, so kennen wir ihn, Genau. Jetzt muss ich noch einen Beitrag machen. Ja, Kistenkater, Kaya, da streamt auf Twitch. Das habe ich dir aber auch schon mal gesagt. Im Übrigen, falls ihr euch fragt, mit Kistenkater ist mein Kerl. Mit dem ganzen neuen Loot, ich muss das jetzt hier noch da rein. Die Taube ist auf dem Weg, sich auch mal umzuschauen. Das ist Merchandise. Ich mag keine... Was, Taube? Hey, Bloody! The Wolf. Ja, man sollte ab und zu auch mal über die Ladentheke gucken, dann sieht man, was da so rein und raus rennt.
Ja, die Taube hat gedacht, oh Mangas, guck ich mal rein, vielleicht finde ich ja was. Man sieht, wie viele den, den Dingensbalken eingeblendet haben, ne? Warum? Oh, ich war gerade so doof, ne? Ja, ja. Oh, Chat, ihr glaubt gar nicht, wie doof und Brain AFK ich gerade war, ne? Das ist ein neuer Höhepunkt sogar für mich, ne? Ich dachte, boah, guck mal, voll cool, wie viele den Ukraine-Hilfebalken eingeblendet haben, ne? Dann gucke ich rüber und denke mir, hä, warum sieht man den denn bei YouTube gar nicht? Dann fällt mir auf, das ist der, den ich eingeblendet habe. Ja, das passiert, wenn man sein eigenes Bild nicht kennt. Deswegen kontrolliere ich bei mir immer, bevor ich auf den Stream gehe, ob alles da ist, wo es hingehört. Er hat eine Katze am Rücken. Ah, what the fuck, Alter? Ja, das Thema hatten wir ja vorhin auch, als wir das eine Katzenvideo gesehen haben hier, also in den Twitch Clips Germany. Jetzt wisst ihr, was, wenn ihr das gesehen habt, was wir da vorhin meinten mit Krallen im Rücken und sonst wo. Das tut richtig weh. Genau, ja. Ja. Jo. Das ist schön, ist halt schlecht, man kann es halt gerade nicht sehen. Aber okay, vielleicht macht sie das ja mal irgendwann wieder, wenn du auf Stream bist. Och, ist das süß. So, jetzt müssen wir die Nase machen. Die Nase ist nämlich auch ein bisschen andere. Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was? Da würde ich mich auch kurz erschrecken. Ganz ehrlich, ganz ehrlich. Also ich habe keine Arachnophobie. Ich liebe Spinnen. Ich finde, Spinnen sind faszinierende Tiere. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also vor ein paar Jahren hatten wir hier einen im Wohnzimmer sitzen. Da habe ich ein Glas drüber gestülpt und da ist das Vieh von der Wand rumgedreht, an den Boden des Glases gesprungen. Da habe ich mich kurz erschreckt. Das war aber auch so ein Vieh, also das war schon so 8 cm Durchmesser hat das Ding schon gehabt. Also von Beinende zu Beinende, wohlgemerkt. Ja, ich glaube, das war so eine von diesen Kellerspinnen, die man kennt. Die sind gar nicht so ohne. Von diesen Nosferatu habe ich noch keine gesehen. Zum Glück, muss auch nicht sein, die kann von mir aus draußen bleiben. Ich brauche die nicht. Was bei Spinnen immer wichtig ist, wenn ihr die fangt, macht's schnell. Weil, wenn sie sich zu sehr in die Enge getrieben fühlen, dann werden sie gefährlich, weil dann versuchen sie sich zu wehren. Fangt sie schnell ein, bringt sie raus, fertig, weil ihr wisst ja, Spinnen sind geschützt. Das sind Nutztiere, keine Schädlinge. Ja, also das haben wir hier auch hin und wieder. Das liegt daran, dass wir einen offenen Kamin haben, beziehungsweise einen offenen Schornstein. Und da kommen auch öfters mal welche rein, die dann bei uns erst in der Toilette landen, also im Klo, und dann vom Bad aus raus in die ganze Wohnung sich fern. Oder hier, die Balkontür ist offen, da kommen sie dadurch rein. Und so dumm finde ich das gar nicht, den Namen zu geben. Das mache ich auch immer. Weil ich finde, es sind Lebewesen und Lebewesen haben nun mal ein Recht auf einen Namen. Finde ich so. Und gerade Tiere sind die besseren Menschen. Safe, Sanja. Nicht immer, aber meistens. Das erste Mal noch durchgeschafft. Ja, ja, Fuchshase. Oh mein Gott. Wow. Okay. Wow, was ist das? Was ist das? Wie Mabel on Stream. Okay. Interessant. Sieht interessant aus. Also das Spiel sieht interessant aus. Das muss ich mir mal angucken. Ist wahrscheinlich jetzt schon wieder uralt, aber wer mir hier auf Twitch folgt und die letzten drei Gaming-Streams bei mir geguckt hat, der weiß, ich liebe alte Spiele. Und tu die dann entsprechend auch gerne mal lieber was Älteres rauskram als was Neues, aus einem ganz einfachen Grund. Das Neue ist dann immer so überlaufen, das streamen hunderte von Leuten, da findet man keine Leute, die es interessiert. Ja, genau. Richtig, das finde ich auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es auf der einen Seite gut, dass Tiere heute zum Beispiel nicht mehr gefändet werden dürfen. Außer sie haben einen bestimmten Wert. Aber selbst das finde ich nicht richtig. Und ich finde es immer noch erschreckend, dass im deutschen Gesetz drin steht, dass Tiere Sachen sind. Tiere sind keine Sachen. Tiere sind Lebewesen.
Und das Recht sollte man ihnen zugehören. Im Tierschutzgesetz steht es anders drin. Da sind sie dann Lebewesen, da werden sie auch als definiert. Und das greift über das normale Recht, aber im normalen Grundgesetz steht es halt drin, Tiere sind Sachen. Und das finde ich, sollte langsam mal geändert werden, auch da, weil ich muss sagen, ich hier in Frankfurt, wo wir wohnen, da ist es halt so, da sind auch sehr, sehr viele Obdachlose, die Tiere haben, Hunde haben, und die sich teilweise besser um diese Hunde kümmern, als das einer tut, der sich's leisten könnte. Und die kriegen dann die Sachen weg, die kriegen die Tiere dann teils weggenommen, weil sie gesagt kriegen, ja, Sachen, ihr habt nichts zu besitzen, fertig. Und das finde ich traurig. Tiere sind Lebewesen, so sollten sie behandelt werden, so sollten sie angesehen werden, und das sollte ins Gesetz. Wir haben sonst so viel Unsinn im Gesetz, da kann man auch das, solch, sowas mal entsprechend ändern. Wollte ich nochmal. Schatz, das kennst du doch. Mit unser Bett. Scheiße! Ja, das ist wieder so ein typisches Beispiel dafür, ist schön, wenn der Schmerz nachlässt. Ich kenne das aber auch, ich renne auch immer bei uns gegen den Bettpfosten und mein Mann kann an seine Beine da voll ein Lied singen. Das sieht richtig übel aus. Der nimmt die jedes Mal mit. Was ist denn der Drecksgaul? Oh, fick doch die Welt, oder? Da oben! Jetzt fragt man sich, wie das Pferd auf das Dach gekommen ist. Das war's für das Pferd. Wie zum Geier ist das Pferd auf das Dach gekommen? Das war garantiert wieder ein Gaming-Bug. Weil auf normalem Wege hat das garantiert nicht da hochgeschafft. Armes Tier. Hey, schaff! Schaff! Okay, das war cool. Wartet gerade mal einen Moment. Ich will mal hier ein bisschen heller machen. Ganz kleinen Moment. Ja, dahin. Heller, so, damit man mich auch sieht. So, genau. Viel besser. also das war ein cooles Spiel. Finde ich, ja. Habe ich auch schon mal gesehen. Ist aber, glaube ich, ein Koop-Spiel. Ja, genau. Ja, und da war wirklich Geist der Hilfe dabei, weil auf normalem Wege so vorhersehen, wo man hinspringen muss, das ist wirklich dann also schon sehr großes Glück. Okay. Oh, Dama Toro. Chen hat man ja auch schon bald. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es. Also, ich weiß Borderlands kann es nicht sein. Ich weiß es. Haben ja? Sie das Glück bei der Spiel? Das ist Los zu allen von Toro, Alter! Streamer for the win! Ja, das war wieder mal typisch. Ich weiß es, und dann ist es doch falsch. Ja. Wisst ihr, wie man gut Wetten gewinnen kann? Ihr wettet nur dann, wenn ihr wisst, dass ihr gewinnt. Also, wenn ihr das, was passiert, auch im Vorhinein wisst. Ansonsten lasst ihr die Wette, dann könnt ihr keine Wette verlieren. Coole Stimme. Ja, finde ich. Und ich liebe immer noch dieses Mikrofon. Allerdings liebe ich es nur so lange, bis ich den Preis sehe, dann ist es vorbei mit dem Lieben. Warum Kadi schnurrbart hat? Weil, warum was? Warum hat sie schnurrbart? Oh, ihr seht das falsch! Oh mein Gott! Nein, das sind geschlossene Augen und das sind die Augenbrauen da oben. Ach, so. Und das da unten ist der Mund. Hey, sie hat doch keinen Schnurrbart. Könnte man aber denken. Wow. Stimmt, oh nein, jetzt kann ich es auch nur noch so sehen. Ja, das ist diese Suggestion der Masse. Einer sagt, guck mal, das sieht so und so aus, und alle anderen sehen auch wirklich nur noch das eine. Und nicht das, was da wirklich ist.
Das ging mir gestern, nein, vorgestern beim Dungeons & Dragons Spielen so. Als ich das auf dem Stream hatte, da hatten wir das ja mit der, mit dem Koffer. Und mein Mann sagte da, nee, das ist, sieht aus wie ein Taufbecken. Und ab dem Augenblick sah ich da wirklich auch nur noch ein Taufbecken. Der Koffer war wie weggeblasen. Abonniert jetzt Twitch Clips Germany! Bester Channel hier auf YouTube, Twitch, Instagram und überall woanders. Abonniert jetzt! Ja, ich weiß, das machen wir nachher. Beziehungsweise ich abonnieren muss ja nicht mehr. Das habe ich ja schon, aber das Video liken tun wir nachher noch. Genau. Ja. Ja, also ich hatte ursprünglich mal ganz am Anfang, als ich angefangen habe mit Twitch, hatte ich ein Elgato Wave 1. Geiles Mikrofon. Geile Software. Das Problem war nur, irgendetwas auf meinem Rechner, ich weiß bis heute nicht, was es ist, kam mit dieser Software nicht klar. Wenn ich die Software ein paar Tage am Laufen hatte, dann fing das Ding an zu knacken. Ich konnte kein Video mehr gucken, ich konnte kein Stream mehr machen, nichts. Egal, was ich gemacht habe, ob ich ein Spiel gestartet habe, ob ich es knackte nur noch. Man hat ständig das Knacken gehört. Und daraufhin habe ich das umgetauscht, habe jetzt ein Trust Onyx. Erstmal geiler Arm, den kriegt man automatisch mitgeliefert. Geiles Mikrofon, kommt super rüber und ich finde es gut. Es hat auch kein fest verbautes USB-Kabel. Das heißt, wenn das Kabel mal, was hier vom Arm in das Mikro geht, kaputt geht, kann ich das austauschen und muss kein neues Mikrofon kaufen. Weil Kabel sind ja immer ein bisschen anfällig. Das Kabel, was von dem Arm zum Computer geht, ist im Arm verbaut, völlig geschützt, ist wunderbar gemacht, passt echt toll, hält auch super. Und ja, ich bin damit voll und ganz zufrieden. Aber das SM7B, das ist, sag ich mal, so ein bisschen so mein Traum. Das ist ja, sag mal, das Studiomikrofon schlechthin. Es kostet halt aber auch entsprechend. Und dann braucht man dann noch einen Verstärker dazu, also das Controller, den Controller, damit das Mikrofon entsprechend verstärkt wird und richtig eingestellt werden kann. Und ja, als wenn man noch klein ist, dann hat man halt noch nicht so die nötigen Mittel dazu. Und da ich momentan noch nicht so die Einnahmen habe, abgesehen jetzt vom Twitch auch allgemein so, das ändert sich aber jetzt, kann ich euch schon sagen. Und da ist es dann so, dass ich dann gesagt habe, ich nehme lieber erstmal was Kleines, was gut funktioniert. Und damit bin ich voll und ganz zufrieden, genau. Aber über die Zeit hinweg wird sich das natürlich auch ändern. Oh je. So, Luke. Ganz komisches Sound. Der oh, fuck me! In ja, der du rennst auf der Jesus. Einen Seite rum und er sieht dich und du rennst auf der anderen Seite rum und er sieht... das ist doch klar, wenn du auf der einen Seite rumrennst und er sieht dich und du drehst dich rum und rennst auf die andere Seite, dass er dann auch sich rumdreht und nachrennt, ist doch klar. Also, ja. Was? Oh. Den Schrei hätte ich gerne. Weil mit dem Schrei dann ein Alarm hier bei Twitch machen, das kommt cool, glaube ich. Ich glaube, da würde ich nie wieder irgendwas verpassen. Mach raus, wo ist denn hin? Mädel. Hurricanes macht man in der Flasche nicht im Glas. Ich hab mich gewarnt. Wenn man schon einen Trend mitmacht, dann bitte so, dass man ihn richtig mitmacht. Hallo? Kamera wieder mal. Oder bin ich nach unten gerutscht? Nö. Komisch. Ah, geht doch. Man muss der Kamera nur sagen, dass ich soll. Jetzt bin ich jetzt immer noch zu tief. Ah, Gott. Genau. Also, wenn man den Hurricane macht, dann in der Flasche, da funktioniert es wenigstens. Im offenen Glas ist das immer ganz gefährlich. Ich bin mit der Q getroffen. Oh, nice one. Boah, die hat diese Q getroffen. Die hat mich mit ihrer Q getroffen. Ist Kurama und Kurama?
Ja, das ist der fliegende, fallende Wäschekorb. Bei Katzen sollte man nichts hochstellen, was schwer ist und leicht sich bewegen lässt. Mittlerweile mache ich das Ding halt hier schon seit 1,5 Jahren und ja, ich hab keine Schollgefäden. Folgeschäden. Du hast keine Schollgefäden? Ich habe auch keine Schollgefäden. Aber ich habe auch keine Folgeschäden. Glaube ich zumindest. Ich bin von Natur aus etwas, hämmert. Nein, das bin ich natürlich nicht. Ich bin, wie mein Mann vorhin schon so schön sagte, von außen, äußerlich, körperlich bin ich etwas älter. Vom Geist her bin ich ein Kind. Und ich bin ganz froh darum, dass ich mir das Kindsein bewahrt habe. Genau. Sollte jeder tun. Erwachsensein ist so langweilig und so öde und so trist. Lieber Kind. Leute, wenn wir... Ja, ich bin gleich... Schatz, lass es bleiben. Sound, du hast... Das funktioniert bei uns nicht. Alter, Junge, was zum Henker? Ich dachte, jemand klopft ans Fenster. Junge, was? Amazon. Ja, ich muss sagen, ich bin gerade eben beim ersten Mal auch wieder drauf reingefallen. Du hast zur Tür geguckt, das habt ihr ja gesehen. Ja, aber es ist schön zu sehen, dass das funktioniert. Und wisst ihr was? Im Hintergrund das Lied, was dann immer kommt, wenn es einen Moment länger dauert. Das finde ich so süß. Wisst ihr warum? Die Kleine, die das singt, die heißt vom Spitznamen her genauso wie ich. Das ist die Josie. Von Sascha Krammel. Hab ich letztes Jahr live gesehen. Die ist süß. Gehört in meinen Augen ordentlich besteuert. Ist mir scheißegal, ob das ob sie Twitch gekauft haben, das ist mir scheißegal. Der Amazon kann gegen meine Stimmen nichts sagen, das ist mir vollkommen egal. Egal wie viel Kritik ich äußere, Amazon kann nix. Haha. Manchmal sollte man mit der Kritik vorsichtig sein, vor allen Dingen, wenn sie gegen ein solch großes Unternehmen geht. Allerdings muss ich ganz ehrlich dazu sagen, auch wenn das jetzt natürlich gefährlich ist, was ich jetzt mache. Unternehmen und Privatpersonen sollten die Steuern zahlen, die sie zahlen müssen, von dem, was sie haben. Und nicht von dem, was sie irgendwo fantasiemäßig eventuell vielleicht sich runtergerechnet haben. Und gerade große Unternehmen, wie besagtes Unternehmen mit A, sollte durchaus mal ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Wir haben genug. Lass mich euch eins raten. Oh, er hat diese Lady Insel ist zu klein für uns. Drei, vier. Schönen guten Tag. Eigentlich sind wir gerade 15. Ja, das ist, man sollte auf die Zahl der anwesenden Leute gucken. Allerdings habe ich da nur 3 gesehen und nicht 5 und 4, 4 meine ich, und keine 15. Und ja, genau. Ja, so ist das nun mal. Aber wenn man einmal subbt, dann subbt man ja nur einfach. Ja, das ist ein durchaus sehr kluger Satz. Wenn man einmal subbt, subbt man nur einmal. Aber wir wissen ja alle, subben kann man einmal im Monat. Außer man macht gleich eine längere Sub-Tour. Dann muss man natürlich nicht ganz so oft. Da habt ihr es. Es wurde blockiert wegen dem Soundtrack. Und ich wollte das einfach nicht auf mir sitzen lassen. Ich werde in Zukunft einfach meine Videos anders gestalten. Und wenn ich selber singen muss. Our hearts were ringing, and the key to your souls were singing. As we danced in the night, remember how the stars stole this night away. Ja,
Das hatte ich auch schon. Ich hatte das letzte Video hochgeladen. Ich weiß jetzt gar nicht, war es, entweder war es a Win-Compilation oder es war ein Twitch Clips Germany Video. Da wurde das in Brasilien nur bedingt gezeigt, weil da urheberrechtliches Material aus Brasilien drin war. Seht ihr mal, so genau achtet YouTube da drauf, wo sie was nicht zeigen dürfen. Naja, dadurch ging mir jetzt natürlich die Einnahmen von Brasilien flöten. Das Gute dabei war natürlich dann wieder, dass ich durch YouTube noch keine Einnahmen mache. Boah, sieht das geil aus. Minecraft. Geile Aussicht. Ein geiler Sonnenaufgang. Oder ist es Sonnenuntergang? Untergang, Untergang, Untergang. Ich hasse alles. Nein, ich fand's schön. Gut, der Regen hätte jetzt nicht sein müssen, aber ich fand's schön. War toll gemacht. Gut geklippt. Ich will das gar nicht fixen. Ich auch nicht. Gesundheit. Nein, ist meine Katze gerade vom Kratzbaum geflogen. Ja, das passiert. Deswegen haben wir hier nur Kratzbäume stehen, wo rund auf den höheren Platten rundherum Umrandung ist. Da kannst du nicht so einfach runterfallen. Das hört sich so dämlich an. Jetzt höre ich meine eigene Lache, weil bei jemand anderem das so geil. Oh nein, das sieht überhaupt nicht gut aus. Ich finde ihre Lache einfach nur schrecklich. Richtig schrecklich. Das schöne Haus. Das ist kein schönes Haus mehr. Tja. Da ist mein Lebkuchenhaus wohl doch schöner geworden. Moment, das möchte ich jetzt wissen. Zieht euch mal mein geiles Lebkuchenhaus rein. Ja, wie geil okay. Mein geiles Lebkuchenhaus aussieht. Okay. Ist schon geil, oder? Jetzt nicht mehr. Warum genau habe ich das jetzt nochmal gemacht? Das ist eine gute Frage, aber wenn du öfters solch grundlose Aggressionen hast, Carillo, solltest du vielleicht mal einen entsprechenden Arzt aufsuchen. Ich meine es so. Ja, ich sehe immerhin schon mal Berlin. Das ist schon mal okay, beruhigend. Stuttgart. Okay. Entschuldigung. Ja, so ganz gehen. Erst gucken, dann überlegen, ob man das sagt, weil man sich sicher ist, dass das, was da gezeigt wird, auch das richtige ist. Und wenn man das nicht weiß, sollte man warten. Wie das funktioniert, vergiss es. Und tschüss. Juhu! Ich konnte die Reismilch retten durch den 1020 giftet und hier eins zu tun. Das ist alles gut. Ja, so kann es gehen. Deswegen immer genügend Abstand halten, dass man nicht in die Griffreichweite von anderen kommt. Gerade wenn sie fallen. Okay, ich habe auch noch was eingerichtet in den 5 Minuten, warum Avatar. Ich dann später bin. Hier gelandet bin. Und zwar müsstet ihr uns jetzt füttern können. Ich probiere es mal aus. Oh mein Gott, okay, nee, warte mal, ich habe irgendwas. Ich glaube, ich habe es falsch eingestellt. Da würde ich auch sagen. Das war definitiv was falsch eingestellt. Also, ich glaube nicht, dass der Avatar nur so die Gegend fließt. Aber siehst du, Schatz, nicht, auch andere kriegen das nicht hin. Oh, lauf einfach. Lauf einfach. Lauf einfach. Wohin? Oh, warte, ich bleib jetzt hier sitzen. Rechtzeit. Und tschüss. Du doch jetzt nicht aus! Du bist gestorben. Also, das nenne ich mal herzliches Freuen. Ich würde mich jetzt nicht auf den Fußboden wälzen. Ja, genau. Ja. Was soll das hier? Schweige, Klackschamane. Hier kann es nur einen geben. Gib den beiden eine Waffe, dann sollen sie selber ausdiskutieren, wer der Außerwählte ist. Ich öffne die Tür erst, wenn einer stirbt. Okay. Herr Frank, das müssen wir nicht diskutieren. Er hat gesagt,
Einer muss sterben, er hat nicht gesagt, ja, wer. Da hat er voll und ganz, da hat er voll und ganz recht. Er hat nicht gesagt, wer sterben muss. Das Problem ist allerdings jetzt, ihr seid immer noch unten, immer noch vor der Tür und ihr kommt an die Türöffner nicht ran. Jetzt habt ihr ein Problem. Ja, und ich habe da ein paar Nächte übernachtet. Geile Haare. Immer noch geile Haare. Ich sitze auf dem Gästeklo. Morgenroutine. Und während ich da sitze, das Toilettenpapier zusammenfalte und benutze, gucke ich in die Ecke und da steht da so ein Karton, Klopapier. Ne? Und da steht drauf, jetzt mit weihnachtlichem Zimtduft. Und ich putze mich ab und denke so, weihnachtlicher Zimtduft? Wie das wo riecht. Oh, oh. Nehme das Papier und rieche dran. Ich brauche euch nicht erklären, ja, dass es irgendwie nicht gut roch. Glaube ich, ja. Das sind so diese. Man sieht was und will was machen und denkt nicht richtig nach. Ich habe noch an vielem zu arbeiten, aber ich versuche zu lernen. Patzi. Und tschüss. Au, das tut weh. Das war sicher nicht keine weiche Landung. Apfel, Orange, Träubchen ist da hinten. Apfel, Orange, Träubchen, Banane, Kirche. Okay, das wird jetzt Apfel. Ich glaube, das ist die richtige Plattform. Wärst du mal stehen geblieben? Die sagt's auch noch. Sie sagt auch noch, wo die richtige Plattform ist und geht runter. Selbst schuld. Guten Morgen, auch gleich wieder. Tschüss, bin was? Blowjob 66. Was? Was ist? Baujahr 66. Ach so, Baujahr. Es tut mir so leid. Oh mein Gott, es tut mir leid. Oh Mann. Ey, man sagt ja immer sonst, immer Männer denken nur an sowas. Aber jetzt hängt auch schon die Frauenwelt an sowas zu denken. Also wenn ich anfange, an solche Dinge zu denken, dann... Dann höre ich auf zu streamen. Ich werde mal ganz schnell den Burger essen. Also, ja, also kurz einen Augenblick, ja. Bin gleich wieder da. So, bin wieder da. Also, ich kenne auch jemanden, der schnell einen Burger verdrücken kann. Aber das hat das definitiv getoppt. Wow. Moral einfach so. Nicht aber. Ja, okay. Das kenne ich, das habe ich gesehen, da war ich dabei bei dem Stream. Also, als Zuschauerin. Auch ja. Jetzt, ganz vorsichtig. Ja. Vorsicht. Es tut mir leid, liebe Leute, ich bin jetzt schon seit 60 Tagen im Sabaton. Ich habe halt keine Zeit mehr für Olli, da muss halt Flo einfach mithelfen. Aber ich kann dir einen Tipp geben, wie schneller geht, Flo. Also ich war bei beiden dabei. Also sowohl bei dem von Ibraldis, als auch bei dem von Flipfloids. Die habe ich beide gesehen. Und meine Kamera ärgert mich heute schon wieder. Twitch Clips Germany. Abonniere Twitch Clips Germany. Okay, das ist cringe. So. Ich sag euch jetzt mal eins. Ich hatte eigentlich heute vor, eine ganze Menge Sachen zu reacten. Wir haben jetzt geschlagene 2 Stunden an diesem einen Video gesessen. Ja, also als erstes werde ich jetzt mal das machen, was ich natürlich immer mache bei meinen Streams, wenn ich was reacte. Wir gehen auf Twitch Clips Germany, ist ja das Original. Ich mache ein Like, abonniert habe ich schon, also wenn ihr das noch nicht gemacht habt, geht auf Twitch Clips Germany, abonniert, lasst ein Like da. Die leben nur davon, die kriegen keine Werbeeinnahmen durch YouTube oder durch Twitch, wobei bei Twitch weiß ich es nicht, aber bei YouTube auf jeden Fall nicht. Wenn ihr noch was erübrigen könnt, Patreon-Unterstützung wäre natürlich auch schön für die Leute.
dass wir weiterhin so tolle Videos bekommen können. So, jetzt ist die Frage, machen wir noch eine halbe Stunde oder hören wir auf? Aber ich sage jetzt erstmal, also wie gesagt, wenn ihr das hier auf YouTube seht, dann lasst mir bitte auch ein Like da. Unten könnt ihr auch abonnieren und einen Kommentar da lassen mit Anregung, Kritik, Wünschen, was man mal reacten könnte und so, was ihr loswerden wollt. Bitte aber ordentlich bleiben, das ist wichtig. Das gleiche, wie gesagt, könnt ihr auch bei den Kollegen von Twitch Clips Germany machen und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Woche mit der nächsten Folge von den Twitch Clips Germany wieder. Bis dahin sage ich euch erstmal hier Tschüss für diese Folge.